Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost Recon Wildlands und wir haben ein chemisches Institut zu finden. Meine Güte, fängt ja schon mal gut an. Hell yeah. So, dann einfach mal gemütlich an diesem Wagen vorbeischlängeln. Von der Unidad-Patrouille wegfahren. Wieso steht überall Wagen hier auf der Straße? Ist doch hier nicht mehr feierlich. Blockiert alles wie Sau. Irgendwie muss man doch rebellieren. Ja. Hier in Bolivien lässt man halt Militärfahrzeuge auf der Straße stehen. Das stimmt, das ist auch nicht so angenehm. Da ist ein Konvoi. Möchte ich mit ans Geschütz? Verdächtig? Und Feuer. Über uns noch ein Heli. Ja, der schießt aber auf uns. Ich schalte vielleicht erstmal den Heli aus. Oh, ah ne, ich dachte gerade, das wäre das Ding, was wir noch gerade zerlegen müssen. Ich glaube, er ist ausgestiegen. Ja, Fahrer ist aus. Ah, die ballern noch. Die ballern noch. Ja. Möchte jemand mal einzeln gehen? Die ballern von allen Seiten. Ja. Da grunzt jemand. Patzi, MG. Jawohl. Der flucht. Oh. Musste gerade vor der Granate wegfahren. Jetzt so. Aber. Jetzt. Ja, eigentlich können wir auch weiterfahren schon mal. Eigentlich schon, ja. Meine Munition ist leer. Also falls du zu einer Munitionslade kommst, ihr wisst, was zu tun ist. Kurz stehen bleiben. Ich glaube, die stehen normalerweise ja nicht so großartig hier irgendwo sind, wenn mich nicht alles täuscht. Aber gut, wir können ja mal gucken. Wieso steht einer am Straßenrand? Ich will mal die okay. Helligkeit ein bisschen runterdrehen in dem Spiel. Also das macht halt Nachtsicht an. Ne, runterstellen will ich sehen. Mit N. End for Night Vision. Genau. Nee, ich will sie eben runterstellen, damit ach so. Ich Video. Da vorne sind Gegner. Ich flieg mal. Ja. Gerade noch sichtbar ist. So wäre es noch gerade sichtbar. Ich park mal den Wagen unauffällig. Oh ja, jetzt sieht's mal nach echter Take Nacht aus bei mir. Ja. Ne, wie gesagt, ich hab's lieber ein bisschen, ist zwar unrealistischer, aber sonst siehst du halt auf YouTube teilweise nichts mehr. Ich will es nur für diesen Part mal ausprobieren. Ja. Ich stell's dann eh wieder hoch, aber es ist ganz interessant, wenn ich auf Nachtsicht stelle, dann sieht's ja jeder auch wie ich. That's one less bad ja. Guy. Ne, glaube ich nicht so wirklich. Oh, stimmt, ich habe jetzt ja auch Thermalsicht. Als ich ist cool. Hä, wo ist, läuft denn der? Nummer 1. Ja. Nirgends mehr. Da wurde mir kein Gegner angezeigt. Faszinierend. Da ist Munition links. Ah, da. Können wir mit mir auf 1 und 2 schießen? Moment. Ja. Ja. 3. Auf wen schießt du? Wir stehen in einer Reihe. Okay, ich schieß auf 1. 3, 2, 1. Schön. Ich glaube, das hat dem Dan aber nicht so gefallen. Jetzt wird er von mir down gepistelt. Nein. Ah. Der hat nachher Stress geschoben. Ich hatte die Pistole eh nicht ausgeschoben. Ja.
Ausgerüstet. Ausgerüstet ist nicht aufgehoben. Kennst du das Sprichwort? Ich sag mal ja. Looks like some kind of school. That's the Chemical Institute. VAB Gas, the local oil and gas company, used to train the locals and give them jobs once they graduated. Of course, the cartel showed up and that all changed. Let's see if we can find the boss. Da doch mal ein bisschen auf Reichweite gehen. Hier wird die Spur H. Ja, ich glaube, ich gehe ein bisschen mehr. There's another one right there. Oh, guck mal, das ist ja praktischerweise ein Loch im Zaun. The drone is up. Eyes in a small group of tangos. Fuck, sorry, ich hab's verhauen. Krieg ich den da oben? Ja gut, okay, dann geht gerade hoch. Das ist schon mal was. Stacheliger Draht. Wir müssen eh noch ein bisschen auskundschaften. Ich sollte vielleicht nicht so offen hier rumlegen, liegen und laufen. Der ist relativ. Nee, jetzt ist er nicht mehr alleine. Boah, die sind. Das sind viele. Da hinten auch. Relativ viel unterwegs. PC, aber die könnten wir ausschalten. Moment, ich bin gerade noch am Scrollen. Aber warte mal, so, genau, wen möchtest du nehmen? Ich nehme die 1. Gut. 3, 2, 1. Fuck, der hat sich gerade verdeckt. Sollst du mal einen Shirt einfach draufpacken? Ich hab's gesehen, wie er sich weggedreht hat. Okay, ja, das war wahrscheinlich Zivilisten. Alter, viel. Okay, irgendwie wäre der. Ziel ist so weit weg. Komm, guck einmal hoch. Na, das war nix. Fuck. Lad doch mal nach. Lad mir nach. Was hast du jetzt davon? Gut, da oben war da noch jemand. Den ich aber nicht kriege. Ich kriege ihn leider auch nicht, der ist mir zu weit weg. Komm schon, ich kriege ihn da, oder? Einfach mal die Dinger kaputt. Ja. Da oben über dir ist einer, da hinten ist noch irgendeiner. Bleib hier. Kamine. Don't hurt me! Zu weit entfernt. Was hast du denn da geholt? Einen freundlichen Mann. Oha. Mein lieber Herr Scharfschütze, danke. Oh Gott, nicht so viel bewegen. Don't kill me. I don't know anything. I swear, I'm just an assistant. An assistant to who? Markus Jensen. He's the boss, you know. He runs everything. Where can I find him? He's supposed to be at the witch's market later, but I don't know when. Get on the phone. Arrange a meeting with him at the market. Tell him it's important. Then you let me go? That depends on how convincing you are. So. Hey, it's me. Look, so there's something I need to show you. Nee. I can't tell you on the phone. Yes, it's important. Ich gehe schon mal in den Heli. Okay. Oder nee, ich schalte erstmal ein paar aus. He told me to meet him at the witch's market. In case you feel the need to call him back. Okay, nass. Ach, mein. Bowman, this is Nomad. The cartel patron in Libertad is a US national named Marcus Jensen. Got it. Let me run the name and I'll see what comes up. Better make it quick. We're going after him now. Oh. Gut, ja. Achso, du holst mich am Dach ab, sorry. Ich markiere schon mal. Ist das auch cool? Haben wir sogar die... Nomad, I just uploaded a video for you. Should give you some background info on the local boss. Könnten wir uns ja tatsächlich mal anschauen, wo, wenn du fliegst. Er steigt nicht ein. Es ist ein bisschen problematisch.
Jetzt steigt dein. Dann setzen vielleicht mal gerade irgendwo ab, dann können wir mal tatsächlich mal ein Video zeigen. Okay. Ich glaube, die waren zumindest ganz informativ, was die Gegner angeht. Ich fliege nur ein bisschen weg. Ja, wie gesagt, einfach mal, wenn wir zur Sicherheit sind. Ich glaube, das sieht gut aus. Boah, schaut euch, wie viele Rebellenautos da fahren. Ja. Rebellenkonvoi gleich. Okay, jetzt kann ich landen. Ich glaub, genau, land einfach mal. Nicht auf der Hauptstraße unbedingt. Das ist sehr unauffällig. Ja, ich glaube, da sollte das eigentlich ganz gut passen gerade. So, dann schauen wir doch mal das Video. Wie geht das? M drücken. Und dann? Ich habe keine Ahnung, wie die Videos gehen. Marcus Jensen majored in chemistry because that's where the steady careers were. Job security, health benefits, 2 weeks vacation, 401k. And best of all, people were hiring. Marcus got recruited right out of grad school by La Gringa. Sheltered guy that he was, thought he was getting a job with the SB Corporation, a multinational pharmaceutical company based in Bolivia, which, of course, it is. He just didn't realize what the product was. But when he finally figured it out, he decided it didn't really matter. He's making more in 1 month than his friends make in 5 years. And best of all, chicks. So many chicks. Almost as important, for the first time in his life, he's getting respect. La Gringa stationed Marcus at the Chemical Institute in Libertad Province. Over the past 3 years, he's been teaching cartel members how to produce high-quality cocaine. True, most of these idiots never made it past the second grade, but it appears they finally found a subject they're passionate about. As for Marcus, his rationalization is... Look, someone's gonna make the cocaine, someone's gonna make the money. It might as well be me, right? You are right, Marcus, just not for much longer. Okay. So, ja. Und, wieder was gelernt. Wissen wir jetzt, worauf wir uns einlassen. Ja. So, dann gucken wir, ob wir den mal wegschroten können. Noch. Oh. Da war ein Baum. Tja. Da hinten ist aber noch ein Hubschrauber, sehe ich gerade. Der ist relativ weit weg. Ja. Nee, lieber Auto. lieber Auto. Oh, da sind Geschnass. Wir können uns auf dem Auto rufen eigentlich. Habe ich gerade gemacht, ich weiß nicht, wo es ist. I got another Tango. Tango number 3. Das sind 4 Stück. Okay, können wir gerade nicht. Kann ich Wärmebild einschalten? Ah. Got one. Gut. Warst du eine Granate von euch? Ja. Ja. Habe ich gut geworfen, ne? Diesmal war sie nicht von mir. Ich hab zu spät gesehen, dass du da reinrennst. Ja, komm, wir holen uns einfach so einen schwarzen Wagen. Komm, das da ist. Ich lade nochmal schnell nach. Ich auch. Ja, ich bin unauffällig mit dem Rebellenbüßchen.
Da kann bestimmt nichts passieren. Ich bin ein Koffer. Schade, ich wollte auch hinten rein. No. Also Patzian, das kenne ich ja gar nicht von dir. Ach du Ferkelchen. Mhm. Oh. Könnt ihr den rausschießen? So unauffällig? Ich kann gar nicht schießen. Achso, du bist auf der Vorderseite. Ja. Schützen habe ich. Glück. 10 vom hinteren leider nicht. Heli über uns. MG-Schützen habe ich. Gut. Ich kann leider nichts machen. Ja. Jawohl, um die Kofferraum. Schön. Ich wusste ja nicht, dass wir jetzt gleich genau machen. Ja. Kennst du uns doch. Das ist doch. Ah, stimmt. Warum überlege ich eigentlich? Eben. Oh, Gegenverkehr. So. Oh, der Gegner ist immer noch nicht zu uns her. Gut. So. Jetzt ist nur noch der Fahrer drinnen. Ah. Genau der eigentlich weg muss. Jetzt nicht mehr. Wo ist der Hubschrauber? So. Hoppala. Hang on, I'll drive. Nur gibt's dich, also gut. Oha. Nicht hauen. Ja. Mach mal doch nicht. Wollte ich doch nicht. Ich wollte da Nachschub parkieren. Wollte sie nur streichen, ne? They can send some people to pick it up later. So. Der Heli ist immer noch da. Achso, ist das. Ja. Na, natürlich fahre ich mit euch mit. Da muss ich nichts machen. Ah. Aber diese faulen Let's Player. That's so. Me. Heli, ja. Na gut, dann könnt ihr ja noch gerade wegprügeln, wenn gut ist. Ich sehe ihn nicht mal. Da ist müsste er hinter uns irgendwo sein. Da, wo die Kugeln herkommen. Hm. Folge den Kugeln. Oh, ich sehe aber ab. Ja. Mit dem Auto ein Heli abhängt. Läuft. Easy going. Ja. Easy peasy. So, darüber? Ach, die haben es wieder neu formiert. Schnell wieder bevölkert. Gleich eine Stellenanzeige rausgelassen. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Noch ein paar Unidad-Gedüns, Leute. Keine Ehre fürs Leben. Ja. Irgendwie ja nicht. Ich bin ja mal gespannt, was auf diesem Hexenmarkt dann auf uns wartet. Wahrscheinlich Frauen. Oh. Oder Hecken und die haben sich einfach verschrieben. Ja, das Hecken angebieten. Ich sehe aber keine allzu großen Feindbewegungen hier. Hey, vielleicht kommt das noch. Das ist bestimmt eine Falle. Ja. Ist ja immer so ist mit unserem Glück. Genau. We're entering the witch market. El Mercado de las Brujas. This is where the locals come to buy good luck charms or love potions or even a curse for their enemies. No shit. Eyes up. If the intel is correct, Jensen could be here somewhere. What in the hell is a guy like Jensen looking for in a place like this? Whatever it is, it ain't good. Trust me. Was ist eine Falle? Ja. Dann wir das auch jetzt alle ein? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Nee. Gut, das wäre ein bisschen übertrieben. Obwohl. Okay, dann sondieren wir mal die Lage. Und dann können wir auch die Folge beenden. Obwohl, vielleicht gucken wir doch nochmal erst, was es ist. Eyes on Jensen. Take him alive. Da ist er ja schon. Wahrscheinlich ist er das gar nicht. Ist das schwarz?
Ja. Was? Dann ist das. Du glaubst wirklich, es gibt nur einen Schwarzen? In Bolivien, ja. Idiot. Show me your hands. Do it now. Goddamn fascists. You've got no right. I'm an American citizen. Stay where you are and put your hands on your head. Don't make me tell you again. Yeah? Or what? Oder Gegner. Shit, Jensen's getting away. Get your goddamn hand! You try that shit again and I'll put a bullet in both your legs. You read me? Hold on. Let's get back to business. You try that okay, shit again and I'll put a bullet in both your legs. Ja, you read me? Now shut up and move. Ich gehe mal gucken, ob ich irgendwo ein Auto finde, da oben. Get away from me! Leave me alone! Weg, weg, weg. So, dann schnappen wir uns den Typen und... Ich hab ihn. Hast du, genau. Ah, fuck. Auto. Ja, ich hab grad Gegner. Okay. Wow. Was machst du da? Ja, ich habe auf sie geschossen. Nee, ich meine meinen Kollegen. So, dann heilen wir dich nochmal schnell. Ja, ganz nett. Danke, danke. Genau, hauen. Ne, ich habe hier ein Auto, ich habe hier ein unbeschädigtes. Fast. Ich fahre mal gerade ein Stück weg, dass ihr einsteigen könnt, ja. So, Patzi geht es in den Kofferraum. Ja. La la la. Oh, Hubschrauber. So, alles klar. Gut, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Oder nehmen wir das noch da auf. Oder so. Ja, genau, dann machen wir es jetzt. Ja. Genau, dann liefern wir zwei noch zwei. Genau, dann machen wir heute eine etwas längere Folge. Das Auto ist ja ewig schnell. Wir haben einen Rennfahrer, wenn wir mit dem Steuer. What I don't get is this. You're a scientist, right? So what the hell were you doing at a place like the Witch Market? Processing cocaine isn't just about solvents and reagents. Not the way I do it, at least. I get powders from the brujos that speed the process along and make the result more potent. Yeah? Like what? Like, fuck you. That's proprietary information. You want my secret recipe, you gotta pay for it. Hm, na, mal schauen. Schlag ins Gesicht, ey. Das ist ja meine Bezahlung. In jedem Fall jetzt. Aber ich habe keine Neigung zu Gewalt oder so, nein. Nö, kann man nicht machen, ne? Vollkommen in Ordnung. Ach, ich liebe diese Bergstraßen. Ist aber so wenig Platz. Ja gut, aber es läuft ja. Wenn keine Autos da sind, kann man ja auch wunderbar fahren. Ja, kann man nicht auch links fahren. Genau. Halt die englische Fahrweise oder die australische, egal, ja, je nachdem genau. Woher du kommst. Und ich glaube ja in China auch, wenn wir die Japan. Ja, echt, ja, stimmt, jetzt wo du sagst, wie gesagt, bei die alten, also die alten Jackie Chan Filme oder die einheimischen Jackie Chan Filme, da haben sie auch den Lenkrad auf der rechten Seite. Ja, das ist Hongkong. Genau, Hongkong, stimmt, da war ich ja auch mal kurz. Echt? Also für 8 Stunden. So, dann schauen wir da rein. Ich hab den schon mitgenommen, okay. You got no fucking right, you hear me? You don't have any legal jurisdiction here. I mean, even if you did, I'm a US citizen here on a legitimate work visa. You're facilitating the manufacture of an illegal substance. An illegal substance that provides income for a gang of rapists and murderers. Not my problem. I'm not holding a gun to someone's head. I'm not making anyone take any drugs. People make their own choices. That's what individual liberty is all about. Fair enough. Take this fuck outside and shoot him in the head. Wait! What the hell? You're right, Marcus. We don't have legal jurisdiction in Bolivia. So I'm gonna exercise my individual liberty and ask my associate here to blow your goddamn brains out. Wait! You got something to say? Look, can we make some sort of a deal here? Sure we can. You tell me what I want to know, and I won't put a bullet in your sociopathic skull. Fuck! Fine! Fine! I'll tell you what you want to know! That's all I'm asking. Heh
Ja, dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Perfekt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. It's Bowman. Looks like the damage you've done to the cartel's production network just paid another dividend. What's up? Forcing the green guy and El Yayo to start cutting the purity of their cocaine has caused prices to drop and done a lot of damage to the cartel's rep. Sucks to be them. What to do for us? We got LaGringa, but Swenio still needs a dog to kick.